Hallo, wir sind's wieder. Bettina Und Yoshi. Und das hier ist die fünfte Ausgabe der Online-Akademie. Dieses Mal soll es um die Vereinsverwaltung gehen. Wir schlagen Ihnen Möglichkeiten, also Software, vor, wie Sie digital einen Überblick über Ihre Dokumente behalten, die Mitglieder und Buchhaltung verwalten und wie Ihre Mitglieder sich online organisieren können. Neben dem einfachen Online-Speicher lässt sich der Verein auch super über eine Software verwalten. Das kann sehr sinnvoll sein. Kurz gesagt, Sie verbringen weniger Zeit mit Verwaltung und die Verwaltung funktioniert außerdem genauer und besser. Und noch besser wird es heute dadurch, dass die Verwaltung nicht von Ihrem Computer stattfinden muss, sondern online funktionieren kann. Mit einer Vereinssoftware behält gerade der Vorstand eine Übersicht über die Vereinsarbeit, über Zahlen, Dokumente, Kontakte und so weiter. Aber auch für Mitglieder bietet manche Software die Möglichkeit, im Austausch miteinander zu stehen. Zum Beispiel über einen Terminkalender oder so, dass über die Software miteinander gesprochen werden kann. Weil die Erwartungen von Verein zu Verein sehr unterschiedlich sein können, haben wir uns mal umgeschaut und wollen in unserem möglichen Rahmen eine Orientierung bieten, was für Sie passen könnte. Im Einzelgespräch können wir dann mehr ins Detail schauen. Genau, und ich fange an mit einem kleinen Einstieg zum Thema Cloud-Lösungen, also wie Sie Daten gut im Verein mit Ihren Kolleginnen teilen können. Und bei mir geht es zunächst darum, mehr ins Detail zu schauen, was eine Vereinssoftware eigentlich machen kann. Und dann beschreibe ich, welche Maßstäbe ich gewählt habe, an denen sich Vereinssoftware vergleichen lässt. Und dann stelle ich Ihnen noch vier Beispiele vor. Und jetzt geht es erstmal los mit Bettina. Ja, genau. Was ist eine Cloud? Also Cloud, der Begriff kommt aus dem Englischen und bedeutet Wolke. Und man spricht von einer Cloud, wenn Daten auf einem entfernten Server gespeichert werden. Also Sie können dann von dem Internet auf diese Daten zugreifen. Sie werden bei einem Cloud-Anbieter hochgeladen. Und das ist natürlich super praktisch, da Sie so von unterschiedlichen Orten und auch mit unterschiedlichen Geräten darauf zugreifen können. Also können einerseits Sie, wenn Sie vielleicht einmal zu Hause oder im Büro sind, oder auch Ihre Kolleginnen auf diese Daten zugreifen. Auch ist das super praktisch. Da können Sie Speicherplatz auf Ihrem eigenen Laptop sparen, wenn Sie dann die Synchronisationsfunktion aushaben. Also das ist super praktisch, wenn es zum Beispiel Fotos oder Videos gibt. Genau, einmal weiter. Ja, und jetzt auch schon direkt zu den Cloud-Anbietern. Vielleicht kurz vorweg, der Europäische Gerichtshof hat festgestellt, dass personenbezogene Daten von europäischen BürgerInnen leider nicht ausreichend auf US-Servern gesichert sind. Auch muss man sich natürlich darüber Gedanken machen, dass wenn Google oder ein anderer großer Anbieter so große Speicherkapazitäten zur Verfügung stellt, warum sie das tun und dass sie natürlich mit den Daten von den NutzerInnen auch ein Geschäft machen. Daher habe ich zwei Möglichkeiten rausgesucht, wo die Standorte der Server auch in Deutschland sind. Also das bedeutet, dass die auch datenschutzkonform sind. Und der erste Vorschlag wäre die Magenta Cloud. Das ist ein Angebot von der Telekom. Dort hat man 3 GB kostenlosen Online-Speicher. Man muss aber kein Kunde der Telekom sein. Die Voraussetzung ist, dass man eine E-Mail-Adresse registriert, die könnten Sie zum Beispiel auch für Ihr Vereinsleben dann nutzen und es gibt auch passende Apps für Ihr Smartphone. Wenn Sie dann eine kleine Gebühr zahlen, könnten Sie zum Beispiel auch diesen Speicherplatz erweitern. Und nun zum zweiten Vorschlag. Genau, der zweite Vorschlag ist web.de oder ich habe in Klammern auch GMX dazugesetzt, da das beides Möglichkeiten von 1 und 1 sind und die auch ähnliche Konditionen haben. Also bei web.de hat man 2 bis 10 GB kostenlosen Online-Speicherplatz. 2 ist sozusagen das Grundpaket und wenn man dann sich die Cloud-Software für den PC oder auch die App auf dem Smartphone runterlädt, dann bekommt man jeweils 4 GB extra Speicher. Auch hier ist das mit einer E-Mail-Adresse verknüpft. Also vielleicht brauchen Sie ja noch eine Vereinsadresse, dann können Sie das gut kombinieren. Genau, noch einmal weiter.
Vielleicht auch noch eine kurze Anmerkung zu sowas wie Dropbox, das ist ja relativ bekannt und wird häufig synonym auch für Cloud genutzt. Auch die haben halt ihre Server auch in den USA, aber es gibt auch Möglichkeiten, dort ein Paket zu buchen, wo die Server auch in Deutschland sind. Das ist leider kostenpflichtig, nur als Anmerkung an dieser Stelle. Genau, ich habe jedoch auch noch zwei Anbieter rausgesucht, deren Server in den USA sind. Das habe ich einfach getan, weil die sehr große Speicherkapazitäten haben. Also wenn Sie vielleicht viele Videos oder auch Fotos von Ihrem Vereinsleben haben, dann könnte das auch eine Option sein. Das eine ist Google Drive, das kennen Sie vielleicht auch schon. Auch das ist mit einer E-Mail-Adresse verknüpft und dort hat man 15 GB kostenlosen Online-Speicherplatz. Und ein weiterer Anbieter, dort hat man sogar 50 GB kostenlosen Online-Speicherplatz, der heißt Mega. Den bekommt man aber nur, wenn man an einem Bonusprogramm teilnimmt. Aber das ist auch relativ einfach möglich und natürlich eine große Speicherkapazität. Und noch einmal weiter. Genau, und für alle Menschen, die vielleicht gerne ein bisschen mehr Kontrolle über ihre Daten und auch den maximalen Datenschutz haben wollen und vielleicht auch Kapazitäten haben, etwas zu tüfteln. Es gibt auch die Möglichkeit, sich eine private Cloud einzurichten. Bei den neueren Fritzbox-Modellen kann man einfach eine externe Festplatte dort anschließen und sich so seine eigene Cloud konfigurieren. Aber auch mit älteren Routern ist das möglich. Dort können Sie sich zum Beispiel einen Minicomputer, zum Beispiel einen Raspberry Pi, besorgen und können eine kostenlose Cloud-Server-Software, wie zum Beispiel OwnCloud oder NextCloud, sich runterladen und so auch eine eigene Cloud installieren. Und vielleicht noch eine Anmerkung für all die Vereine, die ein Büro im Eine-Welt-Haus haben. Bevor Sie etwas runterladen oder auch wenn Sie Fragen haben, können Sie die IT kontaktieren, den Thomas Warzak. Der ist bestimmt auch für Fragen für Sie zur Verfügung und kann Ihnen dabei helfen. Und jetzt, genau, macht Joshi immer weiter, welche weiteren Softwarelösungen es vielleicht noch gibt, die auch etwas mehr Umfang haben. Genau, also ich komme jetzt zum Thema Software für die Vereinsverwaltung. Warum das gut sein kann, habe ich ja bereits angeschnitten. Grundsätzlich bekommen Sie mit einer Software eine Übersicht über alle Daten und Dokumente, wie etwa Protokolle und Verträge. Sie können außerdem das Finanzwesen führen. Sie haben einen Blick auf das, was der Verein ausgibt und was er an Geld bekommt. Sie haben einen Überblick auf das, was der Verein besitzt, auf dem Konto, aber auch an Gegenständen. Also kann nicht schaden, wenn es mal zum Finanzamt geht. Sie können aber auch schneller Mitgliederarbeit leisten. Mitglieder, Anträge, Adressen, alles gibt es auf einen Blick. Sie können Mitglieder anschreiben oder eine Übersicht von Terminen des Vereins für die Mitglieder schaffen, so dass alle immer auf dem neuesten Stand sind. Ist die Vereinsverwaltung online, haben die Mitglieder zum Teil die Chance, sich darüber zu organisieren. Sie können selber Angelegenheiten regeln, wie zum Beispiel, wer zu welchen Events kommt, wer welche Aufgaben übernimmt und wer mit wem fahren soll. Beispiele dafür, was Sie alles mit einer Vereinssoftware machen können, finden Sie auch in einem Link unter dem Video. Jetzt kommen wir zu der geeigneten Methode, wie Sie Vereinsarbeit mit einer Software leisten können. Wir schauen uns deshalb an, welche Software für Ihren Verein passen könnte. Es gibt eine große Anzahl verschiedener Software. Deswegen an dieser Stelle einmal der Hinweis, dass meine Auswahl sicher auch vielleicht unvollständig ist. Außerdem wollen wir nochmal festlegen, also festhalten, dass wir keine Werbung für irgendeine Software machen, sondern Inspiration geben möchten. Eine, wie ich, gute Einführung in die Selbstverwaltung des Vereins finden Sie außerdem auch noch in einem Link unter dem Video. Es gibt verschiedene Maßstäbe, an denen sich messen lässt, ob eine Software für Ihren Verein passt oder nicht. Erstens, kostet manche Software Geld, manche nicht. Zweitens wäre da der Umfang. Bei der grundsätzlichen Vereinsverwaltung geht es um die Buchhaltung und die Verwaltung der Daten der Mitglieder. Aber mit mancher Software können Sie Online-Banking betreiben oder Mitglieder können sich mit ihr untereinander organisieren. Einige Software können von allen Ihren Mitgliedern verwendet werden, zum Beispiel für einen Terminkalender und Absprache untereinander. Solche Software bietet dann oft auch extra eine App an, auf der Sie bequem vom Handy zugreifen können. Andere Software bietet zusätzlich die Nutzung einer Webseite an oder Sie können eine extra große Anzahl an Mitgliedern verwalten. Was eine Vereinssoftware noch alles beinhalten kann, zeigt Ihnen
auch wieder hier der Hinweis, noch ein Link unter dem Video. Drittens gibt es mittlerweile, wie gesagt, Programme, die Sie online, also von jedem Computer aus bedienen können und Programme, die Sie erst auf jedem Computer neu installieren müssen. Dieser Unterschied einmal hier auch noch genannt. Jetzt zum ersten Vorschlag, JFine. JFine ist kostenlos und tatsächlich ein Programm, mit dem die Erfinder kein Geld verdienen wollen. Also Non-Profit, nicht auf Profit aus. Hier halten Sie alle relevanten Stammdaten fest, Adresse, Bankverbindung, Mitgliedsnummer, Foto, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Mitgliedsbeitrag. Sie können Mitgliederlisten, Kurslisten und Rundmails an Mitglieder versenden. Ihre bisherigen Mitgliedsdaten lassen sich importieren. Für Mitgliedsbeiträge legen Sie verschiedene Beitragsgruppen und flexible Termine für die Zahlungen an. Mit JFine werden Jahresabschlüsse erstellt, Rechnungen, Mahnungen und Spendenquittungen versendet. Sie können auch mit dem Lastschriftverfahren Gelder einziehen. Mit JFine können Sie außerdem Online-Banking betreiben, wodurch das Buchen von Geld auf Konten gespeichert wird und Listen der Zahlungen erstellt werden können. Es gibt also eine integrierte Buchhaltung. Außerdem haben Sie online die Möglichkeit, Fragen zu der Nutzung zu stellen. Hier gibt es angeblich schneller eine Antwort als bei Software, für die Sie bezahlen müssen. Jetzt dazu, was es am JFine zu bedenken gibt. JFine muss auf dem Computer installiert sein. Es ist also nicht einfach online verwendbar. Grundsätzliche Computerkenntnisse sollten vorhanden sein. Und JFine dient nicht dazu, dass die Mitglieder sich dort in Gruppen organisieren können. Und es gibt nicht so etwas wie einen Terminkalender, wo alle hinschauen können. Unter unserem Video finden Sie Links zum Download der Software. Ebenfalls unter dem Video finden Sie einen Link zum Handbuch von JFine. Und jetzt kommen wir zum zweiten Vorschlag, Vereinsorganisator. Also falls Sie lediglich nach einer Möglichkeit suchen sollten, wie sich Ihr Verein online organisieren kann, schlage ich Ihnen den kostenlosen Vereinsorganisator vor. Hier können Sie zwar nur wesentliche Daten der Mitglieder und keine Buchhaltung des Vereins verwalten, dafür aber das, was für ein JFine fehlt. Sie haben erstens die Möglichkeit, einen Vereinskalender zu erstellen. Zweitens, alle können festhalten, wer wann was erledigt. Drittens, Ihre Mitglieder können sich in Gruppen organisieren. Und viertens gibt es auch ein Forum, wo Sie sich zum Beispiel über die nächste Veranstaltung mit allen anderen Vereinsmitgliedern unterhalten können. Das alles ist fünftens online und über eine App möglich. Jedes Mitglied hat mit dem Handy oder dem Pad einen Überblick und kann sich über die Neuigkeiten informieren. Auch hier wieder der Hinweis, den Link zur Software finden Sie unter dem Video. Vereinsvorschlag C. Achtung, nicht kostenlos, mein Verein. Ich wiederhole nochmal auch an dieser Stelle, dass es keine Werbung ist. Mit mein Verein können Sie erstmal 14 Tage lang testen, kostenlos. Wenn Sie da Interesse haben, kostet die Version bis 100 Mitglieder in Ihrem Verein 10 Euro pro Monat. Ein Abonnement kann jeden Monat gekündigt werden. Warum ich Ihnen noch mein Verein vorschlage, liegt erstens daran, dass mein Verein komplett online funktioniert. Keine Installation notwendig. Zweitens, auf die Daten kann dadurch von jedem Medium mit den richtigen Zugangsdaten zugegriffen werden. Das funktioniert auch über eine App. Datenschutzrichtlinien richten sich nach der Datenschutzgrundverordnung. Und drittens, die Darstellung ist leichter verständlich als bei JFine. Und viertens, die Software verbindet quasi JFine und Vereinsorganisator in einem, könnte man so sagen. Also vielleicht lohnt sich die Finanzierung, wenn dafür der Zeitaufwand zur Verwaltung und Organisation des Vereins gut verringert werden kann. Sie können sich ja auf der Webseite die Inhalte mal anschauen. Den Link gibt es unter dem Video. Und zum Schluss, als letztes Feature, nenne ich Ihnen noch schnell Clubdesk. In der kostenlosen Version ist es nämlich bereits möglich, eine kleine Website zu erstellen. Diese Software ist also für alle etwas, die einmal in die Online-Vereinsverwaltung reinschnuppern wollen. Und gleichzeitig ist es ziemlich einfach, eine simple Vereinswebsite zu erstellen. Genau, und da sind wir auch schon wieder bei den Fragen, Bettina. Ja, genau. Also wenn Sie Fragen haben zum passenden Online-Speicher oder wenn Sie Fragen zur Software haben, welche kann ich nutzen, welche Funktionalitäten hat das, wenn Sie Unterstützung brauchen, das einzurichten, können Sie uns doch gerne persönlich kontaktieren. Wir würden uns super freuen. Jo,
Und beim nächsten Mal geht es dann darum, wie Sie Spenden und Fördermittel suchen können. Und wir sagen tschüss. Bis dann, tschüss. Tschüss, Bettina.